wenn wir heute über Klimaschutz diskutieren, ist das Thema ein Schlüsselthema im Hinblick auf die Zukunft der Städte. Und gerade deshalb sind die Städte, wie auch Berlin eben, heute aufgerufen zu handeln, damit wir nachfolgenden Generationen eine möglichst gesunde und lebenswerte Umwelt erhalten können. Und Berlin ist entschlossen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und aus diesem Grund haben wir uns auf ambitionierte Klimaziele verpflichtet. Berlin will bis 2050 klimaneutrale Stadt werden. Das bedeutet, verglichen mit dem Stand von 1990 müssen wir die CO2-Emissionen Berlins um 85% absenken. Was ermöglicht und was bedeutet der Klimaschutz für die Gemeinschaft und für jeden Einzelnen von uns? Welche gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Gewinne kann ein klimaneutrales Berlin bringen? Kann Berlin klimaneutral wachsen? Das ist ja natürlich gerade eine Herausforderung für Berlin, das, woran Berlin auf der einen Seite leidet, eben nicht klassisch boomende ökonomische Hauptstadtmetropole in vielleicht vergleichbaren Maßstäben wie London oder anderen Hauptstädten zu sein, sondern eine ganz eigene Form von kombinierter Wohlstandsproduktion zu haben. Das gibt Berlin in diesen Fragen der anderen Entkopplung so eine globale Vorreiterrolle. Hier kommen ganz, ganz viele Menschen, Engagierte hin, die diese andere Form von Lebensqualität produzieren, weil sie eben etwas finden, was sie in einem sterilen, komplett durchökonomisierten London oder Paris nie finden würden, und tragen mit dazu bei, dass die Integration, die Inklusion, das zivilgesellschaftliche Engagement in dieser Hauptstadt und insbesondere auch dieses kreative Momentum eine Ausprägung hat, um das uns ganz, ganz viele andere Staaten in diesen Transformationsprozessen beneiden. Weil das Thema Klimaschutz eben etwas ist, was man nicht von oben her verordnen kann. Wurde ja vorhin auch gesagt, ich kann das nicht durch Gesetze und Verordnung regulieren und dann läuft das schon, sondern die Menschen müssen mitmachen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine Teamarbeit, wo jede seinen ihren Teil beitragen kann. Klimaschutz muss leicht gemacht werden. Im Moment ist bei ganz vielen bei vielen gesellschaftlichen Gruppen die Vorstellung, es ist etwas dagegenhalten. Sie haben es vorhin schon gesagt, ich muss immer etwas anders machen. Ich muss mehr Informationen mir besorgen. Es ist manchmal teurer. Zumindest ist die Idee da. Also das heißt, ich denke, eine große Herausforderung ist, dass es tatsächlich leicht gemacht wird. Das Hauptding, wo jetzt Klimaschutz leicht wäre, ist, glaube ich, leider ein größeres politisches Problem. Das ist, was Herr Balz auch vorhin angesprochen hat, dass jedes Produkt im Prinzip einen ehrlichen Preis haben müsste, was seine Umweltbelastung, seinen Ressourcenverbrauch angeht. Wenn halt das Produkt, was jetzt 29 Cent kostet, aber halt mit Unmengen von Ressourcenverbrauch und von was weiß ich, woher hergeschifft wird, den Preis hätte, den es haben müsste, wenn man den ganzen Ressourcenverbrauch und damit die Schäden, die es auf Dauer verursacht, mit impliziert hätte, dann wäre das ein leichter Schritt für jeden Bürger zu erkennen, okay, ich kaufe das Produkt, weil diese Billigprodukte, die sozusagen viel Schaden anrichten, einfach gar nicht mehr gekauft werden würden, weil sie nämlich eigentlich volkswirtschaftlich gesehen auf Dauer, auf die zukünftigen Generationen gesehen, viel zu teuer wären. Es gibt Mikrofone, die zu Ihnen kommen, wenn Sie lange genug mit den Armen wedeln. Vielleicht sagen Sie einmal kurz, wer Sie sind. Wir wollen ja so ein bisschen reden über Verantwortung der Stadtgesellschaft, Ihre persönliche Verantwortung, Ihre Ansprüche, aber auch Realitäten in Berlin. Legen Sie einfach mal los, bitte. Für mich ist 2050 zu weit weg und Klimaneutralität ist zu abstrakt. Ich möchte, dass die deutsche Delegation nach Paris mit einer Nachricht geht, dass in Berlin die Innenstadt als verkehrsberuhigt deklariert wurde. Also wir können in Berlin und Brandenburg über die Grenzen gucken. Und ich denke, das ist auch notwendig, wenn man das Thema Mobilität und auch Energie aufruft. Hier fehlt es an gemeinsamen Konzepten zwischen beiden Ländern. Also ich denke auch hier an die Bahninfrastruktur, die sehr gut entwickelt ist, aber trotzdem pendeln nur ein Drittel
der Pendler zwischen Berlin und Brandenburg mit der Bahn und mit Bus. Seit Jahren oder seit 2 Jahrzehnten wird nicht nur die Reduktion von Ausstoß, von Emissionen oder die Reduktion von Ressourcenverbrauch diskutiert, sondern das Schließen des Kreislaufes, also das Schließen von Ressourcenkreisläufen. Das, was Frau Weller schon mehrmals angesprochen hat mit Share Economy und Blue Economy und eben die Förderung von Modellen, Wirtschaftsmodellen und vor allem Gesellschaftsmodellen, die diesen Kreislauf eben aufgreifen. Wo ich Ihnen absolut zustimme, ist, dass wir nicht sagen können, unsere Probleme mit den Erneuerbaren löst das Umland, weil Erneuerbare sind tatsächlich nicht neutral ökologisch, sie verbrauchen insbesondere eins, nämlich Fläche. Und die ist knapp und weil sie knapp ist, ist sie auch umstritten und deswegen haben wir Akzeptanzprobleme, unter anderem. Wir haben auch Akzeptanzprobleme, weil die Leute nicht ökonomisch beteiligt werden. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen möglichst viel von der Fläche in Berlin nutzen, aber nicht Freiflächen, da will ich gar nicht auf die Grünflächen, nee, ich will auf die Gebäude. Deswegen haben wir gesagt, wir haben so viel Gebäude, wo auch Solarenergie genutzt werden kann und zwar in enormen Ausmaßen und das ist was, was in allen Städten der Fall ist. Denn das Thema ist verdammt unsexy und es ist nicht sinnlich. Gehen Sie über den Alexanderplatz und fragen Sie die Leute, was heißt eigentlich klimaneutral? Damit gehen die Fachleute selbstverständlich um mit dem Wort, aber fragen Sie die Leute, ob sie das wissen? Ich glaube es nicht. Und insofern haben wir die Aufgabe, es zu übersetzen, einen Zugang zu finden, Geschichten zu suchen. Wir müssen in deutschlandweit dahin kommen, dass wir 2050 50% des Verkehrs im Umweltverbund haben, das heißt als Fußgänger, als Fahrradverkehr, als öffentlicher Verkehr und als Carsharing in diesem Bereich. Und für eine Stadt wie Berlin ist das eine wesentlich höhere Zahl. Den Rest müssen wir aber dann entweder mit Elektromobilität oder mit Brennstoffzellen dazu mitbetreiben. Ansonsten schaffen wir dieses Problem nicht. Und dieses Wachstum der Stadt, diese Realität, der werden wir ins Auge sehen müssen, auch wenn wir über Klimaschutz reden. Aber es ist eben unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nicht eine Entwicklung eintritt, dass sich Klimaschutz diesem Wachstum der Stadt unterordnet, sondern dafür zu sorgen, dass Klimaschutz ein innovativer Impulsgeber in diesem Prozess des Wachstums wird. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Klimaschutz muss sich rechnen und Klimaschutz muss verstanden werden als Wachstumsmotor.